Ein Küchenchef auf Einkaufstour über den Wochenmarkt. Mit dabei die Teilnehmer eines seiner Kochkurse. Ja, super. Wir wollen heute Mittag ein bisschen kochen. Ja, das ist schön. Thomas Sampel möchte Wildlachs kaufen. Aber es gibt mal wieder nur Zuchtlachs. Okay, kann ich hier anbieten einmal den schottischen Lachs, dann habe ich den Norweger Lachs. Der schottische ist etwas magerer, der Norweger etwas fetter, etwas saftiger. Früher war Lachs eine Delikatesse. Heute ist er ein Massenprodukt. Zuchtlachs ist in den letzten Jahren immer wieder in Verruf geraten. Es ist die Rede von Pestiziden, Antibiotika und sogar Nervengift. Es gibt Artikel, wo drin steht, Lachs, das giftigste Lebensmittel der Welt. Es kommt mir so vor, als wenn Menschen halt in Plastikanzügen an den Käfigen stehen und Pestizid in Unmengen über die Tiere kippen. Und in diesen Käfigen sich halt fast nur noch Lachse befinden und kein Wasser mehr. Kann man Zuchtlachs überhaupt noch guten Gewissens essen? Ja, das könnte sogar stimmen. Das ist ein bisschen weniger. Mehr als 90% des Lachses kommt heute aus Fischfarmen. Ja, voll daneben, ey. Wir sind natürlich froh, dass wir diese gezüchteten Fische haben, weil wir sonst natürlich unsere Meere komplett leer fischen. Und besonders gesund beim Lachs, 3 Omega-Fettsäuren. Senkt den Cholesterinspiegel und beugt Herzinfarkt vor. Also. Sehr gut. Die Aquakultur boomt, trotz aller Probleme. Viele Verbraucher sind verunsichert. Man hört immer so viel über Omega-3, was ist wichtig und was ist eigentlich drin im Lachs. Da muss ich noch sagen, interessiert mich wirklich sehr, sehr stark, wie er halt gezüchtet wird. Wo wird er gezüchtet, wie sieht es in den Gehegen aus und was kriegt er eigentlich als Futter? Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank. Ja, danke für alles. Der Lachs, der in Deutschland verkauft wird, kommt fast komplett aus Norwegen. Thomas Sampel geht für uns auf die Reise. Auf die Suche nach Antworten auf seine Fragen. Das Ziel? Nordnorwegen. In dem Städtchen Stokmarknes am Polarkreis liegt eine der größeren Fischfabriken des Landes, Nordlachs. Hier darf er hinter die Kulissen schauen. Es ist ein seltener Einblick, denn die meisten Lachsproduzenten schotten sich ab, aus Angst vor negativen Schlagzeilen. Die Fabrik selbst wird Thomas Sampel später besichtigen. Erst einmal geht die Fahrt weiter, in einen Fjord. Nach dem Erdöl ist die Lachszucht der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. Sie ist eine Industrie. Rund 400 Millionen Zuchtlachse schwimmen in den norwegischen Fjorden. In großen Farmen, die immer aus mehreren Netzen bestehen. Nordlachs hat rund 130 solcher Farmen im Meer. Eine davon will Thomas Sampel sich anschauen. Die Netze sind im Meeresboden verankert. Der Produktionsleiter begleitet ihn auf der Tour. An jeder Farm liegt ein Versorgungsboot. Vom Dach des Bootes hat man einen guten Überblick. Das ist die typische Größe für eine norwegische Farm. Wie viele Netze habt ihr hier? Es sind 12 Netze und in jedem sind etwa 60.000 Lachs. Das ist streng geregelt. Immer 97,5% Wasser und nur 2,5% Fisch. Wie dicht die Fische in den Netzen gehalten werden? Eine der wichtigsten Fragen in der Lachszucht. Die Netze haben einen Durchmesser bis 65 Meter und eine Tiefe zwischen 20 und 50 Metern. Nicht unbedingt viel Platz für die Lachse. Wie kommt das Lachsfutter in die Käfige? Ich sehe da so Arme. Ja, die werfen das Futter aus. Es ist wichtig, dass die Fische gut an das Futter rankommen.
Gesteuert werden die Futterarme wie von Geisterhand. Aus der Zentrale von Nordlachs, einige Kilometer entfernt. Drei Menschen füttern rund 15 Millionen Fische. Jedes Netz ist mit mehreren Kameras ausgerüstet. Fressen die Lachse langsamer, sind sie satt. Der Arm wird angehalten, damit kein Futter verschwendet wird. Das Futter ist der größte Kostenfaktor in der Lachszucht. Effizienz beim Füttern ist also bares Geld. Auch die Wassertemperatur wird in jeder einzelnen Farm gemessen. So kann die Futtermenge angepasst werden. Denn bei 5 Grad fressen die Lachse nur etwa halb so viel wie bei einer Temperatur von 10 Grad. Thomas Sampel ist von diesen ersten Eindrücken bei der Lachsfarm positiv überrascht. Also ich hätte mir das etwas stressiger vorgestellt. Ich kenne die eine oder andere Zucht halt aus Deutschland. Da sind die Besatzungen halt viel, viel enger. Das heißt, da sind wesentlich viel mehr Fische drin und da ist viel mehr Aufregung in so einer Zucht drin. Und das war hier bei den Käfigen halt fast überhaupt gar nicht zu merken. Das Leben der Lachse beginnt hier, in der Aufzuchtstation an Land. Zuchtlachs ist ein Fisch aus der Retorte. Die Eier reifen in großen Warmwasserbecken. Wenn die kleinen Lachse geschlüpft sind, bleiben sie noch etwa 40 Tage hier und ernähren sich vom Dottersack des Eis. Sind sie groß genug für richtiges Futter, werden sie in große Tanks verlegt. Rund 10 Millionen Lachse werden hier pro Jahr herangezüchtet. Industrielle Massenproduktion. Das Futter für die kleinen Lachse enthält vor allem Fischeiweiß. Denn in der Natur sind Lachse Raubfische. Es ist eine Mischung aus Fischöl, Fischmehl, Pflanzen, Mineralien, Vitaminen und dann verwenden wir noch gemahlene Krebstierchen. Die sind für den guten Geschmack, weil es einfach sehr wichtig ist, dass die Fische lernen, schnell zu fressen. Es geht um Effizienz. Je schneller die Lachse fressen, desto eher sind sie schlachtreif. Ihre Größe wird deshalb regelmäßig kontrolliert. Dazu werden sie durch große Schläuche in eine Messstation gepumpt. Eine Kamera entscheidet. Die größeren Lachse kommen ins nächste Becken. Für die kleineren geht es zurück. Sind die Lachse handgroß, werden sie geimpft. Das ist unser Impftisch. Zurzeit haben wir leider keine Impfungen. Aber normalerweise impfen wir an 80 Tagen im Jahr. Industrielle Massenimpfung. Er zeigt uns in einem Video, wie genau das abläuft. Hier sieht man, wie ein Schwung Fische in den Tank kommt. Dort werden sie mit Narkosemittel betäubt. Jetzt schlafen sie. Dann kommen sie auf den Tisch für die Impfung. Ein 6-Mann-Team impft mit der Hand. Auf diese Weise impfen sie rund 150.000 Fische am Tag. Eine schottische Firma ist auf das Impfen von Lachs spezialisiert. Maximal 2 Minuten sind die Fische auf dem Tisch und werden gegen mehrere Krankheiten geimpft. Antibiotika werden dadurch nahezu überflüssig. Der Impfstoff gilt als unproblematisch. Das war ein Riesenschritt. Denn früher haben wir eine Menge Antibiotika gebraucht. Heute verwenden wir sie gar nicht mehr.
Und tatsächlich, vor 30 Jahren wurden in Norwegen pro Tonne Fisch 5000 Gramm Antibiotika gebraucht. Heute sind es weniger als 0,9 Gramm pro Tonne. Erst wenn die Lachse knapp 100 Gramm wiegen, sind sie groß genug für das Leben im Meer. Sie werden in die Netze umgesetzt. Das Versorgungsboot pumpt das Futter durch lange Schläuche zu den Armen. In diesem Futter lauert eines der zentralen Probleme der industriellen Lachszucht. Wir verändern das Futter, wenn der Fisch größer ist. Der Gehalt von Proteinen und Fettsäuren wird gesenkt. Denn kleinere Fische brauchen mehr Proteine als größere Fische. Das Futter ist hier. Wir füllen die Silos etwa einmal pro Woche auf. Lachs frisst doch normalerweise Fisch, oder? Ja, normalerweise frisst Lachs Fisch. Aber heutzutage füttern wir immer mehr pflanzliches Futter. Pflanzenfutter? Wirklich? Ja, wir verwenden eine Menge Soja. Das enthält viele Proteine. In freier Wildbahn frisst Lachs anderen Fisch. Deshalb enthält Wildlachs besonders viele Omega-3-Fettsäuren, so wertvoll für das menschliche Herz-Kreislauf- und Nervensystem. In der Massenzucht kann jedoch kaum noch Fisch verfüttert werden. Die Ressourcen reichen einfach nicht aus. Und viel zu teuer wäre es auch. Die Produzenten weichen deshalb auf pflanzliche Nahrung aus. Das Futter enthält heute rund 40% pflanzliches Eiweiß und 24% Pflanzenöl, aber nur noch 15% Fischmehl und ungefähr 6% Fischöl. So viel Pflanzenfutter für Raubfische? Thomas Sampel ist überrascht. Für mich war es sehr, sehr interessant, dass die Lachse jetzt ja Vegetarier werden, wie ich gelernt habe. Dass in diesen Fischpellets jetzt nicht, wie es eigentlich früher immer war, dass da halt relativ viel Wildfisch drin ist. Sondern dass da zum größten Teil jetzt eigentlich mit Sojaprodukten Rapsöl und ein bisschen Fischöl ist wohl auch noch drin, damit das Omega-3, was im Fisch ja so wichtig ist, nochmal wieder ein bisschen hochgeholt wird. Trotzdem, seit Zuchtlachs so viel pflanzliches Futter bekommt, enthält er deutlich weniger Omega-3-Fettsäuren. Ein Problem, das längst auch die Experten beschäftigt. Das Thünen-Institut für Fischereiökologie in Ahrensburg bei Hamburg. Hier arbeitet Ulfert Focken. Er ist Spezialist für Fischfutter. In seinen Becken schwimmen Karpfen, Wolfsbarsche und der rosa Speisefisch Tilapia. Versuchsfische für neue Futterkombinationen. Ulfert Focken sieht den Rückgang von Omega-3 im Lachs kritisch. Denn Fisch wird ja hauptsächlich verzehrt, weil er viele gesunde Omega-3-Fettsäuren enthält. Diese Fettsäuren müssen für den Menschen aus der Nahrung kommen und für den Fisch müssen sie auch aus der Nahrung kommen. Wenn wir den Fisch jetzt überwiegend mit pflanzlichen Fetten ernähren, dann hat der Fisch auch eine Fettsäurezusammensetzung, die typischem Pflanzenmaterial entspricht. Dieses Pflanzenmaterial im Fischfutter enthält vor allem Omega-6-Fettsäuren. Von denen nehmen Menschen aber ohnehin schon sehr viel auf. Zu viel Omega-6 sollte Fisch deshalb nicht enthalten. In den meisten Pflanzenölen haben wir 6 bis 10 Mal mehr Omega-6-Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren. Und das ist ein Verhältnis, was voraussichtlich für den Menschen auf Dauer nicht gesund ist. Denn zu viel Omega-6 blockiert die positive Wirkung von Omega-3. Der hohe Fettanteil im Fischfutter stellt die Lachsindustrie vor ein weiteres gravierendes Problem. Das Fett wird schnell ranzig. Anders gesagt, es oxidiert. Das Futter verdirbt. Deshalb muss es mit sogenannten Antioxidantien haltbar gemacht werden.
Gerade die oxidierten Fettsäuren können mit in das Fettgewebe des Fisches eingelagert werden und werden dann von uns mitgegessen. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also von daher ist ein Schutz des Futters mit Antioxidantien notwendig, um die Qualität zu erhalten. Letztlich auch die Qualität als Nahrungsmittel. Haltbar gemacht wird das Futter mit Etoxiquin, einem Pflanzenschutzmittel. Dabei wurde Etoxiquin in Europa schon vor Jahren als Pflanzenschutzmittel verboten. Das toxikologische Risiko lässt sich nämlich nicht einschätzen. Nur im Tierfutter ist es weiterhin erlaubt. Der Fisch nimmt das Etoxiquin über das Futter auf und der menschliche Körper nimmt es über den Fisch auf. Eine Alternative zu Etoxiquin gibt es bisher nicht. Also das ist sicherlich noch erheblicher Forschungsbedarf. Und bis dahin haben wir die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub. Wir können auf das Etoxiquin nicht vollständig verzichten, wenn wir ein unverdorbenes Produkt haben wollen. Es ist beunruhigend. Etoxiquin ist als Pflanzenschutzmittel verboten, weil es giftig sein könnte. Landet aber trotzdem ganz legal im Fischfutter. Doch wie viel Etoxiquin enthält der Zuchtlachs überhaupt? Wir lassen 10 Räucherlachsproben testen. Alle Proben kommen aus Norwegen. Und wir wollen wissen, wie sieht das Verhältnis aus zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren im Lachs? Die Analysen dauern 10 Tage. Zurück nach Norwegen. Nach etwa 2 Jahren haben die Lachse ein Gewicht von rund 5 Kilo erreicht. Sie sind schlachtreif. Mit dem Schiff werden sie zur Fabrik transportiert und schwimmen noch 2 Tage in diesen Ruhebecken. Pro Becken etwa 60.000 Lachse. Von dieser schieren Menge ist Thomas Sampel schockiert. Doch er sieht in der industriellen Massenzucht ein offenbar notwendiges Übel. Gerade wo wir jetzt hier stehen, wo es jetzt, sag ich mal, zur Schlachtung geht, da fällt einem schon auf, dass es einfach viel Fisch ist. Das ist einem vorher gar nicht so bewusst. Die Weltbevölkerung will ernährt werden und ich glaube, ganz viele Leute wollen einfach auch Fisch essen. So, die Frage ist, was für Alternativen haben wir? Die Alternative wäre, Wildfang zu betreiben und die Meere so leer zu fischen, dass es vielleicht irgendwann gar keinen Fisch mehr gibt. Zur Schlachtung werden die Lachse über ein Rohrsystem aus dem Becken in die Fabrik gepumpt. Sie werden per Elektroschock betäubt und anschließend mit einem Stich in die Kiemen getötet. Fische sind, verglichen mit Rindern oder Schweinen, sehr lohnende Zuchttiere. Wir verbrauchen etwa 60.000 Tonnen Futter und erhalten rund 45.000 Tonnen Lachs, Schlachtgewicht. Der Lachs ist also ein sehr effizientes Tier. Fischverarbeitung am Fließband, digital gesteuert mit der Effizienz modernster Industrie. Rund 100.000 Lachse am Tag werden hier geschlachtet, ausgenommen und gewaschen. Der ganze Vorgang dauert nur knapp 35 Minuten. In der Filetproduktion werden die Fische maschinell gespalten. Die Mittelgräte wird entfernt. Vorher müssen sie 5 bis 6 Tage auf Eis liegen, weil sich sonst die Gräten nicht lösen. Nur die Feinarbeit bleibt Handarbeit. Thomas Sampel bei der Qualitätskontrolle. Farbe, Festigkeit, Glanz. Alles muss stimmen. Zeigen die Filets ausgefranste Seiten oder Löcher, werden sie aussortiert. Wie schwer ist ein Stück? Ich schätze mal so 130. Nein, 150 Gramm. Exakt wie der Kunde es bestellt, werden die Filets zugeschnitten. Sogar die Farbe kann geändert werden. Farbstoff im Futter färbt die Lachse heller oder dunkler. Die rote Farbe ist ohnehin überwiegend künstlich, da der Lachs kaum noch Krebstierchen frisst, die ihm in der freien Natur seine Farbe verleihen.
14 Tonnen Lachsfilets am Tag laufen hier durch die Maschinen. Was bei der Filetproduktion übrig bleibt, wird in Würfel geschnitten oder zusammen mit allen Resten zu Fischöl verarbeitet. Um den Lachs verkaufen zu können, arbeitet Nordlachs nach dem üblichen internationalen Lebensmittelstandard IFS. Sie müssen deshalb die Produktion genau dokumentieren. Die Stationen in der Aufzucht, das Futter, die Schlachttemperatur, Lagerung und Kühlprozesse, Hygieneaspekte, Verpackung und Transportwege. All das muss erfasst werden. Vom Fischei bis zum Filet soll der Ursprung eines Fisches zurückverfolgbar sein. Und dann weiter bis zum Kunden. Eine Idee, die Thomas Sampel in der Theorie überzeugt. Also für mich als Einkäufer ist es immer wichtig, je mehr Kontrolle da ist, desto besser. Je mehr ich weiß, wo fängt die Produktion an, und das geht dann auch bis zur Fütterung meistens, bis halt komplett zum Ende des Prozesses, wo das Tier halt stirbt und dann halt vorbereitet wird, so dass ich es kaufen kann. Je mehr ich wissen kann, desto besser ist es für mich. Vorgeschrieben sind auch regelmäßige Wasserproben und die Kontrolle auf verschiedene Bakterien. Aber die Werte des umstrittenen Etoxiquin oder der Gehalt von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren werden nicht gemessen, obwohl sie für die Gesundheit so wichtig sind. Eine klare Lücke im Verbraucherschutz. Über Etoxiquin sprechen sie hier bei Nordlachs nicht so gern. Inzwischen sind die Laborergebnisse aus Hamburg da. 10 Rauchlachsproben haben wir auf das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren untersuchen lassen. Denn wegen des pflanzlichen Futters könnte der Zuchtlachs zu viel Omega-6 enthalten. Das wäre ungesund. Das Ergebnis? Im Durchschnitt haben unsere Lachsproben ein Verhältnis von 1 zu 2 bei Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Bis 1 zu 4 gilt als akzeptabel. Die Laborergebnisse sind doch sehr überraschend für mich, sehr positiv überraschend. Die Verhältnisse von Omega-3 und Omega-6 sind wirklich in einem sehr, sehr guten Rahmen. Es ist so, dass sogar ein Ergebnis dabei ist, was das Verhältnis 1 zu 1 hat von Omega-3 zu Omega-6. Und das hatte ich eigentlich nicht erwartet, dass wir es wirklich in den Laborergebnissen so wiederfinden werden. Auch auf die Chemikalie Etoxiquin haben wir unsere Rauchlachsproben testen lassen. Es ist im Fischfutter enthalten. Etoxiquin ist in all unseren Proben nachweisbar, in unterschiedlichen Konzentrationen, sogar in einer Bio-Lachsprobe. Einen gesetzlichen Grenzwert gibt es dafür in der EU bisher nicht. Das Etoxiquin landet bei uns im Körper. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt mal ein Stück Lachs esse, wie viel Lachs müsste ich zum Beispiel essen, damit das Etoxiquin in so einer Menge in meinen Körper kommt, dass es vielleicht richtig schädlich für mich wird? In Kiel an der Universität arbeitet der Toxikologe Edmund Maser. Kann er die Frage von Thomas Sampel beantworten? Ja, hier haben wir das Etoxiquin in so einem Erlenmeyer-Kolben aufgelöst. Da sieht man also, das ist schon so ein bisschen gefärbt. Das liegt natürlich an der chemischen und an der molekularen Struktur. Reichert sich das Etoxiquin denn jetzt an im Körper, je öfter ich den Lachs esse? Also da weiß man noch sehr wenig. Man muss davon ausgehen, dass Etoxiquin sich tatsächlich im Körper anreichert und dass, wenn man jetzt jeden Tag Lachs isst, dass dann eben entsprechend die Werte immer höher werden. Wenn da eine Woche Pause dazwischen ist, kann es sein, dass das meiste schon wieder ausgeschieden ist. Wer Zuchtlachs gegessen hat, bei dem lässt sich Etoxiquin im Körper nachweisen. Bei Müttern sogar in der Muttermilch. Wie gefährlich ist das? Bei Mäusen kann Etoxiquin offenbar ins Gehirn gelangen. Ist das beim Menschen auch so? Kann Etoxiquin die menschlichen Organe schädigen oder sogar das Erbgut? Die Toxikologen tappen im Dunkeln. Es gibt keine ordentlichen Studien. Es gibt ganz wenige Hinweise aus Laborversuchen, dass es die DNA, also das Erbgut, schädigen kann. Aber man hat es jetzt letztendlich im Tierversuch oder auch im Menschen noch nicht gesehen. Man hat keine Hinweise, dass es tatsächlich im normalen Körper stattfindet, solche Veränderungen der DNA. Aber im Prinzip weiß man nichts über diese Substanz, nichts Genaues. Das ist verstörend. Denn seit Jahren ist bekannt, dass Zuchtfisch Etoxiquin enthält. Nicht nur norwegischer Lachs, auch deutsche Forellen zum Beispiel. Wir haben 3 Stichproben gemacht. Alle 3 enthalten Etoxiquin. Und die Behörden sind über Etoxiquin-Werte in Zuchtfischen bestens informiert.
Sie bekommen diese Informationen auch von hier, vom staatlichen Veterinäruntersuchungsamt in Freiburg. Hier werden tierische Lebensmittel für die EU analysiert. In den letzten Jahren hat Björn Hardebusch immer wieder Zuchtlachs auf Etoxiquin getestet, mit einem eindeutigen Ergebnis. Bis auf ganz wenige Ausnahmen finden wir in konventionellen Lachsproben eigentlich immer was. Ja. Das Problem? Es gibt in der EU keinen Grenzwert für Etoxiquin in Zuchtfisch, anders als für alle anderen Lebensmittel. Für Obst, Gemüse und Fleisch liegt der Grenzwert bei 0,05 Milligramm pro Kilogramm. Da liegt der von uns getestete Zuchtlachs zum Teil deutlich drüber. Aber ohne Grenzwert lassen sich hohe Etoxiquin-Werte im Fisch nicht beanstanden. Sie werden offiziell ignoriert. Woran es genau ist, kann ich nicht genau sagen. Also wir haben seit etlichen Jahren schon, auch im Jahr 2008 mal gemessen und dort auch schon Etoxiquin gefunden. Und die Problematik ist seit längerem bekannt. Warum es da jetzt keine Regelungen gibt, das kann ich natürlich von hier aus nicht sagen. Also das wird ja auf einer anderen Ebene entschieden. Einen Grenzwert müsste die EU festlegen. Doch die zuständige Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hat auf Anfrage der EU-Kommission erst Ende 2015 erklärt, die Datenlage zu einer Neubewertung von Etoxiquin reicht nicht aus. Im Klartext, ohne weitere Forschung gibt es keinen Grenzwert. Das ist schlecht für die Verbraucher und gut für die Lachsindustrie. An der Universität Konstanz forscht der Umwelttoxikologe Daniel Dietrich. Er ist Berater der EU-Kommission. Für die Zurückhaltung der EFSA hat er kein Verständnis. Nein, es reicht nicht aus als Argument. Wenn die Datenlage es erlaubt, Etoxiquin als maximale Rückstandsmenge in Fleisch, in Birnen, Äpfel und so weiter festzulegen, dann muss sie auch ausreichen, um es in Fisch und Krustazien festzulegen. Punkt. Sonst kann man nicht sagen, dass ich eine Rückstandsmenge in anderen Nahrungsmitteln festlegen kann. Also da hat die EFSA die Handhabe. Auch die EU hat die Handhabe. Man soll sich nicht hinter "wir haben zu wenig Forschung" verstecken. Daniel Dietrich ist klar für einen Grenzwert. In Kiel hat der Toxikologe Edmund Maser unterdessen die Etoxiquin-Werte unserer Rauchlachsproben überprüft. Sie liegen teilweise deutlich über dem Grenzwert, den die EU für andere Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Fleisch festgelegt hat. Wie viel Lachs darf ich denn jetzt essen? Also wenn man sich die Werte anschaut, da muss man sich keine Sorgen machen. Es gibt keine akuten Gesundheitsschäden, wenn man eine große Portion Lachs isst oder auch mehrere Male pro Woche eine große Portion Lachs isst. Aber es ist letztendlich eine Chemikalie, ein körperfremder Stoff, den ich nicht in meinem Körper haben möchte. Und man muss immer mal das vor dem Hintergrund sehen, dass wir täglich einer ganzen Menge von Fremdstoffen und Chemikalien ausgesetzt sind. Und kein Mensch, auch Toxikologen, können nicht abschätzen, wie die Summationswirkung, also die sich verstärkende Wirkung, die also einzelne Chemikalien im Körper auswirkt. Es regiert das Prinzip Hoffnung. Hoffnung darauf, dass das Etoxiquin am Ende schon nicht so giftig sein wird. Und Hoffnung darauf, dass der jeweils gekaufte Zuchtfisch nicht noch mehr Etoxiquin enthält als üblich. Etoxiquin-frei ist nur Bio- und Wildfisch. Aber selbst der ist nicht unbelastet. Im Wildfangfisch ist es nicht drin. Dafür haben wir in der wildgefangenen Fisch andere Schadstoffe in höheren Konzentrationen als im Aquakulturfisch. Hering aus der Ostsee ist mit Pestiziden belastet und die kriegen wir da nicht raus. Und andere Fische, wie langlebige Fische wie Heilbutt zum Beispiel aus dem Nordatlantik, sind mit Schwermetallen belastet. Also eine völlig unbelastete Quelle gibt es auf der Welt nicht mehr. Dabei ist Etoxiquin noch nicht einmal das größte Problem der Lachsindustrie. In den letzten Jahren kämpft sie immer schwerer mit Lachsläusen, Parasiten, die sich auf der Haut der Lachse festsetzen und deren Fleisch und Blut fressen. Die Lachsläuse vermehren sich rasant. Thomas Sampel lässt sich eine Farm zeigen, die bald mit Jungfischen besetzt werden soll. Sie ist ein knappes Jahr leer geblieben. Der Meeresboden und die Umgebung sollten sich erholen. Vor allem aber mussten die Lachsläuse verschwinden.
Denn die gefährden nicht nur die Zuchtlachse. In den letzten Jahren hat man erkannt, dass die Lachslaus auch für den Wildlachs eine große Gefahr darstellt. Sie bedroht vor allem das Leben der Junglachse, die aus den Flüssen ins Meer kommen. Darum sind die Auflagen für die Lachsproduzenten, was die Anzahl erlaubter Lachsläuse betrifft, immer härter geworden. Der norwegische Staat macht Druck auf die Lachsproduzenten. Und die suchen nach Wegen, die Zahl der Lachsläuse zu reduzieren. Sie setzen tausende sogenannte Putzerfische ein, die die Läuse von den Lachsen fressen. In die Netze hängen sie Spezialfolien, die undurchlässig für die Läuse sind. Und sie arbeiten mit Anti-Laus-Chemikalien. Der Verbrauch ist in den letzten Jahren um rund 50% gestiegen. Das hat wiederum dazu geführt, dass die Lachsläuse immer widerstandsfähiger gegen die chemischen Mittel geworden sind. Bergen, Sitz der Fischereidirektion von Norwegen. Hier beobachten sie den Chemikalieneinsatz in der Lachsindustrie genau. Der Umsatz mit Zuchtlachs ist für das Land fast so wichtig wie das Erdölgeschäft. Die Sauberkeit der Fjorde entscheidet über den wirtschaftlichen Erfolg des ganzen Landes. Der Direktor will weg von den Chemikalien. Wir sind besorgt über diese Entwicklung und haben unseren Ministerien deshalb vorgeschlagen, den Chemikalieneinsatz weiter zu begrenzen. Denn gerade die Fischfarmer sollten an einer intakten Umgebung für ihre Farmen interessiert sein. Wir sehen ja, dass die Chemikalien nicht nur die Läuse angreifen, sondern auch andere Lebewesen. Alle Krustentiere sind betroffen. Auch der Zuchtlachs ist den Antilaus-Chemikalien ausgesetzt. Wie sehr er sie aufnimmt, das untersuchen sie hier, im norwegischen Institut für Ernährungs- und Fischforschung. Hier werden jedes Jahr 13.000 Proben auf unerwünschte Substanzen getestet. Die Anti-Laus-Chemikalien geraten dabei immer mehr in den Fokus. In diesem Jahr haben wir mehr Spuren von diesen Entlausungsmitteln gefunden als in den Jahren zuvor. Also die Zahl der Proben, die Spuren davon enthalten, steigt an. Das ist logisch, weil eben auch mehr Chemikalien eingesetzt werden. Aber die Werte sind bisher niedriger oder auf demselben Niveau wie bei Tomaten, Orangen, Äpfeln oder Erdbeeren. Also kein Grund zur Besorgnis. Aber wir können schon sehen, dass die Werte steigen. Noch sollen die Chemikalien in so geringen Mengen im Zuchtlachs vorkommen, dass sie als nicht gesundheitsschädlich gelten. Thomas Sampel will nun sehen, wie er sich beim Einkaufen über den Lachs informieren kann. Er war in verschiedenen Supermärkten unterwegs. Was verraten die Verpackungen über Zucht, Futter oder den Gehalt von Omega-3-Fettsäuren? Auf den ersten Blick nicht viel. Genau deshalb wollen Greenpeace und WWF Orientierung bieten. Sie haben jeweils einen Einkaufsratgeber für Fisch veröffentlicht, auch zu haben als App auf dem Handy. Also, ich hole mir jetzt mal ein bisschen Hilfe, weil ich habe sie mir runtergeladen. Und wenn ich den Fischratgeber jetzt von Greenpeace nehme, dann sagt er mir, es ist alles nichts empfehlenswert, außer der Wels, der Hering, der Karpfen. Und dann hört schon auf. Von Zuchtlachs rät Greenpeace grundsätzlich ab. Aus ökologischen Gründen. Wegen der Lachslaus, weil immer noch Teile des Futters aus Wildfisch stammen und weil immer wieder Zuchtlachse ausbrechen und sich mit Wildlachsen vermischen. Gesundheitliche Ernährungsfragen spielen im Greenpeace-Ratgeber keine große Rolle. Wenn wir dann auf den anderen Fischratgeber gehen, den vom WWF, der ist ein bisschen übersichtlicher gestaltet, so dass man eigentlich bei relativ vielen Produkten noch sehen kann, okay, ich kann es noch essen, aber ich muss mich ein bisschen informieren, wo es herkommt. Und es steht hier halt, dass Nordeuropa, Irland, Schottland und auch Norwegen, die Zucht, dass man diesen Lachs halt noch essen kann.
Ganz oben gibt es einmal noch so einen Punkt, wo drauf steht MSC, ASC und Bioprodukte werden vom WWF unterstützt, also dieses Logo wird unterstützt. ASC, das steht für Aquaculture Stewardship Council. Auch auf einigen der Lachspackungen aus dem Supermarkt ist es drauf. Verantwortungsvolle Fischzucht heißt es da. Was genau das bedeuten soll, das steht dort nicht. ASC ist nach eigenen Angaben das weltweit führende Gütesiegel für Zuchtfisch. Philipp Kanzdinger ist beim WWF für das ASC-Siegel verantwortlich. Er weiß, welche Kriterien berücksichtigt werden und welche nicht. ASC steht für eine verantwortungsvolle Aquakultur. Sie prüft in ihrem Standard mehrere Kernthemen ab. Das sind zum einen Sozialstandards, dass die Arbeiter auf den Farmen Verträge haben und gut bezahlt werden. Zum anderen ökologische oder Naturschutzaspekte, wie zum Beispiel, dass das Futter aus nachhaltigen Quellen kommt, dass nicht zu viel Futter verwendet wird, dass der Medikamenteneinsatz reduziert wird und dass zum Beispiel nicht zu viele Abwässer in das umliegende Ökosystem einfließen. Das sind die Hauptpunkte. Die Qualität des Fisches spielt für das Siegel keine Rolle. Nicht einmal die Belastung mit Schadstoffen wie Etoxiquin und Anti-Laus-Chemikalien. Darüber sagt ASC auch nichts. Da vertraut wieder der ASC auf die europäische Rechtsprechung und die Lebensmittelsicherheit dort. Das ASC-Siegel. Ein Kompromiss, mühsam auf internationaler Ebene ausgehandelt zwischen Umweltverbänden, Fischindustrie und Lebensmittelhandel. Das Siegel ist noch relativ neu. Lachs wird sogar erst seit 2015 ausgezeichnet. Thomas Sampel ist das Siegel außer auf den Fischpackungen aus dem Supermarkt bisher kaum aufgefallen. Er besucht einen Fischgroßhändler. Bei diesem ASC-Siegel jetzt, verkauft ihr das viel, wenn ihr das hier habt? Oder fragen da Leute nach? Oder? Ehrlich gesagt, nein. Wir sind nicht ASC-zertifiziert, weil die Angebotspalette noch sehr überschaubar ist und die Nachfrage auch noch sehr zurückhaltend ist. Nur die wenigsten Fischhändler führen bisher das ASC-Siegel. Vielleicht, weil es über die Qualität des angebotenen Fisches nichts aussagt. Vor allem aber, weil der Aufwand groß ist. Denn ASC-Fisch muss im Kühlhaus extra gelagert und markiert werden, damit er mit dem anderen Fisch nicht vermischt wird. Und ASC-Fisch ist teurer. In der Regel zahlen wir etwas mehr als 50 Cent pro Kilogramm, je nach Fischart, beziehungsweise nach Fischfilet zum Beispiel. Und der Aufwand, den wir hier innerhäusig betreiben, der wird circa noch mal 50 Cent je Kilogramm kosten, sodass wir also etwas mehr als 1 Euro je Kilogramm Mehraufwand auszeichnen müssen. Zuchtfisch, der ASC-zertifiziert ist, kostet also deutlich mehr. Was bekommt der Verbraucher dafür? Einen Fisch, der wohl umweltverträglicher, aber nicht unbedingt gesünder ist. Er kann genauso viel Etoxiquin und andere Chemikalien enthalten wie der Fisch ohne Siegel. Ist immer mehr ein Thema, gerade auch bei uns, wo der Endverbraucher schon wissen will, woher kommt die Ware, können Sie mir was zur Fütterung erzählen, auch fragen, wie alt ist denn so ein Fisch irgendwie und wie lange braucht er, um meine Portionsgröße hier zu haben? Das Interesse ist deutlich gestiegen. Ja. Und wenn der Konsum so anhält, die Weltbevölkerung wird immer älter, das heißt, die Nachfrage nimmt zu, dann müssen wir uns was überlegen. Das Geschäft der Lachsindustrie boomt. Die Nachfrage wächst, die Preise steigen. Mehrere Firmen sind bereits an der Börse. Sie wollen ihre Massenproduktion noch ausweiten. Die Lachsindustrie könnte schon bald das Erdölgeschäft in Norwegen überflügeln. Aber die norwegische Regierung lässt bis auf Weiteres keine neuen Lachsfarmen mehr zu. Erst muss das Problem mit der Lachslaus gelöst werden. In der Fischereidirektion wollen sie die Produzenten dazu bringen, endlich neue Wege zu beschreiten. Die Regierung hat einen neuen Typ von Zulassungen herausgebracht. Wir nennen sie Entwicklungslizenzen. So sollen neue, umweltfreundlichere Technologien entwickelt werden.
Vielleicht auch für Gebiete, die bisher nicht für die Fischzucht genutzt werden können. Die Antwort von Nordlachs auf diese neuen Entwicklungslizenzen? Eine Lachsfarm für das offene Meer, die sogenannte Meeresfarm. Sie misst fast 50 Meter, gebaut wie ein Schiffsrumpf. Noch ist es nur ein Entwurf, doch das Genehmigungsverfahren läuft. Diese Plattform kann Wind und Wellen viel besser standhalten als die üblichen Netzgehege aus Plastik. Nordlachs will mit der Lachsproduktion raus aus den Fjorden, hinaus aufs offene Meer. Mit größerem Abstand zwischen den Farmen. Dann können sich die Lachsläuse nicht mehr so leicht vermehren. Ein Roboter soll die Farm unter Wasser überwachen. Auch um eventuelle Ausbrüche zu entdecken. 2 Millionen Lachse sollen in einer Meeresfarm gleichzeitig gemästet werden. Fast dreimal so viele wie in einer klassischen Lachsfarm. Gesteuert würde alles von einer festen Bordmannschaft, wie auf einer Ölplattform. Wir brauchen dann kein Versorgungsboot mehr. Die komplette Ausrüstung ist schon auf der Meeresfarm vorhanden. Die Arbeiter leben direkt auf der Farm. Es wird toll sein, auf einer solchen Plattform zu arbeiten. Mit einem eigenen Antrieb soll die Meeresfarm sogar ihren Standort wechseln können. Keine einzelne Stelle des Meeres würde mehr dauerhaft belastet. Für Lachsproduzenten ein Grund zum Träumen. Wir könnten so die Produktion noch mehr industrialisieren. Nur die Fantasie setzt uns Grenzen, wie wir diese Plattform nutzen können. Auch andere Firmen lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Dieser Entwurf ist bereits genehmigt. 8 Plattformen werden derzeit gebaut. Die industrielle Lachsproduktion wird also weiter wachsen. Solange die norwegische Regierung sie lässt. Ich bin Biologe. Ich weiß, es gibt immer Grenzen. Aber hier in Norwegen haben wir eine gewaltige Küste, gutes Klima und perfekte Bedingungen für die Fischzucht. Bisher haben wir die Grenze nicht erreicht. Wo diese Grenze ist, ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns auf nachhaltige Art entwickeln, damit wir merken, wenn wir dieser Grenze näher kommen. Der Koch Thomas Sampel hat sich für uns die norwegische Lachsindustrie angesehen. Kann er Zuchtlachs noch guten Gewissens essen? Sein persönliches Fazit? Gemischt. Ich muss sagen, ich würde jetzt wieder Zuchtlachs essen. Ich bin doch etwas beruhigt, was die Ergebnisse uns gezeigt haben. Omega-3 und Omega-6 sehr ausgeglichen im Verhältnis. Es gibt noch so ein paar Punkte, wo ich sage, das ist immer noch ein bisschen schwierig zu betrachten, weil wir einfach nicht wissen, was das für uns bedeutet. Etoxiquin in jeder Probe, die Frage ist, muss das sein? Was mir nicht so gut gefällt, ist die Deklarierung, die auf den Verpackungen drauf ist. Es sind sehr viele Logos drauf und eigentlich haben sie keine große Aussagekraft. Ich würde mir wünschen, dass da einfach mehr Information auch für den Verbraucher drauf ist und Information vor allem, die er auch versteht. Mehr als ein Drittel der weltweiten Fischbestände gelten als überfischt. Wildfisch kann die Nachfrage heute schon nicht mehr befriedigen. Wer Lachs essen möchte, kommt daher um Zuchtlachs nicht herum. Die Qualität ist längst besser geworden. Doch Zuchtlachs enthält noch immer Schadstoffe, für die es teilweise nicht mal einen Grenzwert gibt. Und über die der Verbraucher im Handel kaum etwas erfährt.